Es ist mir eine grosse Ehre, heute Abend zwei Künstlerinnen vorstellen zu dürfen. Das ist Caroline Helfer und Eva Mavi. Ich erlaube mir, in Schweizerdeutsch zu reden und ich tue zuerst vorstellen, Caroline, wo ich natürlich viel mehr weiss, weder über Maria Eva. Also, Caroline, wo ihr hier die wunderschönen Bilder seht, auf dieser Seite, ist in einer Familie geboren, wo die Mutter, das wissen wir zwischenzeitlich, eine bekannte Kunstmalerin ist, Anni Helfer. Wo ist sie? Sie ist geboren. Durch das, dass sie in einer Verwandtschaft aufgewachsen ist, nebst der Mutter, hat es noch eine Tante gegeben, die war Freskenrestauratorin und Malerin in Wien. Und es hat einen Onkel gegeben, Jakob Engler, Bildhauer aus Terwil. Also Caroline ist natürlich in einer Familie aufgewachsen, wo sie eigentlich mit der Kunst verbunden war. Und es war ganz logisch, dass sie auch in das Metier hergekommen ist von der Kunst. Sie hat dann auch als kleines Kind hat sie bereits als Spielzeug den Bleistift gehabt. Ich glaube, das Gleiche ist auch bei der zweiten Künstlerin der Fall. Caroline hat als sehr junge, dazu mal Kind, kann man sagen, hat sie Porträts gemalt von Menschen und Tieren. Und das hat dann dazu geführt, dass sie eine erste Ausstellung hatte im Tivoli in Spreitenbach. Das im zarten Alter von 20. Das war im Jahr 1983. Leider hat dann Caroline an dieser Ausstellung nicht dabei sein, weil Caroline ist im Dezember 1982 ganz schwer verunglückt. Sie ist mit dem Schlitten, mit einer Kollegin zusammen, einen Eishang runter geschlittelt. Unten sind sie in eine Waldtier geschleudert worden, also so ziemlich gravierend gewesen. Caroline musste mit dem Helikopter transportiert werden. 12 Stunden Operation, 3 Monate im Paraplegiker in Basel und nachher noch 6 Jahre in der Klinik. Sie hatte ganz schwere Hirn- und Rückenverletzungen gehabt. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass sie heute so wieder vor uns sitzt, jetzt, ich wollte sagen, stehen, sitzt vor uns und uns in die Kunst einführen kann. Die Mutter hätte müssen die Ausstellung durchführen, die im Tivoli war. Das waren so Jugendzeichnungen, mehrheitlich mit Bleistift und mit Kreide. Die ganze Krankheit hat sich nebst diesen 6 Jahren Klinikenaufenthalt hat sich das in die Länge gezogen. Und sie hat dann während der Jahre Kunst in den Hintergrund gesetzt. Erst, wo das alles ein bisschen vorbei war, vor ein paar Jahren, hat dann Caroline wieder sich mit der Kunst beschäftigt. Und als erstes ist sie im Bruno Weber Park, das kennen vielleicht die meisten. Während einigen Jahren hat sie im Bruno Weber Park in Spreitenbach hat sie das Kunsthandwerk gelehrt. Und hat dort mitgearbeitet an diesen wunderbaren Skulpturen, die man in Dietikon heute noch besichtigen kann. Dann, erst dann, ist Caroline in Kontakt gekommen mit dem sogenannten Airbrush, also man sagt dem Luftpinsel. Und dort hat sie sich richtig fasziniert und gepackt. Und sie hat dann sofort gesehen, dass das ihr Weg ist, wo sie bestreiten will. Und sie hat mehrere Ausbildungen gemacht beim Kurt Erb in Wiel,
dann beim Gemeinderat M. Froschin, Ingo Körner und André Schmucki. Das sind alles Meister in dem Werk. Die verschiedenen gelernten Techniken vereinigt Caroline mit einer besonderen Mischtechnik. Und die Bilder, man sieht, die sind ziemlich lebendig, oder? Man hat das Gefühl, die Leute stehen vor einem und wollen mit einem reden. Also es ist sicher, in jedem Bild spürt man, dass sie den Moment darstellen will, den sie gerade gesehen hat. Caroline hat eigentlich immer gezeichnet, Mensch zu Mensch. Und die Mutter, Dani Helfer, war mehr im Bild. Am Anfang waren es Blumenbilder. Und jetzt in den letzten Jahren ist es ganz moderne Kunst, die Anni Helfer macht. Und das natürlich mit sehr grossem Erfolg. Caroline macht nebst diesen Bildern macht sie auch Comics. Die Comics sind da hinten, kann man die anschauen. Und ich glaube, das ist der Weg, den sie jetzt weiterführen will. Und ich darf sagen, dass sie das letzte Jahr einen ganz grossen Moment erleben durfte. Sie ist angefragt worden für die Art in Basel. In der Art in Basel hat sie einige Bilder dürfen ausstellen. Und das ist offenbar in Basel so gut angekommen, dass das nachher weitergegangen ist in Tart Project in Miami. Also sicher ganz ein schöner Erfolg für Caroline. Und ich wünsche der Caroline alles Gute auf dem weiteren Weg. Jetzt zur zweiten Künstlerin, da weiß ich natürlich eher wenig. Ich habe mich schlau gemacht unter Google, da ist schon so viel eingetragen. Also ich komme zum Schluss, sie ist sehr jung, aber bereits sehr erfolgreich. Ihre Leidenschaft war auch als Kind eigentlich genau gleich wie bei Caroline. Als Kind hat sie schon angefangen mit dem Zeichnen und ist so in die Kunst hineingekommen. Nach ihrem Diplomstudium Grafikdesign mit Schwerpunkt Illustration machte sie ihr Talent zum Beruf. Man sieht ihre Bilder, man sieht ihre Taschen und alles, alles unter der Designermarke Eva Marie Design. Unter diesem Namen zeichnet sie in Miniatur. Es gibt da Bilder, die sind gezeichnet in Miniatur und daneben ist das Bild, das dann koloriert worden ist. Man sieht sehr schön, wie die Arbeit vor sich geht, zuerst mit Bleistift gezeichnet. Auch ihr wünsche ich viel Erfolg. Also beiden noch einen ganz schönen Abend und ich hoffe, dass ich von beiden Künstlern in Zukunft hören werde. Und ich danke, dass ich hier einige Worte an euch richten durfte. Und ich wünsche allen einen schönen Abend. Applaus